Es ist ein besonderer Tag für Griechenland, denn schon am Nachmittag ist da die Sonne untergegangen. Da hieß es dann gute Nacht, Kalle Nichta. Denn auf den ersten, auf den zweiten und auch auf den dritten Blick hat man gesehen, dass man die eigene Souveränität heute aufgegeben hat und das Parlament eine Entscheidung getroffen hat gegen den Willen des Volkes, wo man dann letztendlich nur noch zuschauen kann, wie andere, also Geldgeber zum Beispiel aus Europa oder die Bürokratie oder die Eurokraten aus Brüssel über die Geschicke des Landes entscheiden. Jetzt wurde ja in Deutschland besprochen, dass die Banken sich eventuell freiwillig daran beteiligen, an die Rettung. Ist das ein schlechter Witz, über den man nicht lachen kann? Ich glaube, wie es damals 2008, 2009 diskutiert wurde, ist es ähnlich im Jahr 2011. Die Banken werden sich vielleicht ein bisschen beteiligen, vielleicht auch nicht. Und das mit Konstruktionen, die sicherlich nicht zum Nachteil von ihnen sind, könnte man vermuten. Jedenfalls geht es darum, und das hat man in dem Fall geschafft, dass man die Schulden, die man auf der Bankseite hat, garantiert hat durch die öffentliche Hand in dem Fall. Die Schulden sind aus dem Privatsektor in die öffentliche Hand gegangen. Zwischenzeitlich wurden sie ja in den letzten Monaten an die EZB verkauft, die ja selbst zur Bad Bank inzwischen damit geworden ist. Und letztendlich sind die Banken fein raus. Ob sie sich jetzt oder in welchen Größen sie sich beteiligen, das ist noch offen. Aber Griechenland hat erstmal entschieden, wir machen damit das, was die EU will. Ja. Um den Euro bisher aufrechtzuerhalten, sagen wir mal als Zombie, wird permanent Recht gebrochen, Gesetze, die man sich selber gegeben hat. Stimmt das? Das ist sozusagen alternativlos. Die No-Bailout-Klausel ist zum Beispiel verletzt worden. Man hat auch die Maastricht-Kriterien verletzt und letztendlich folgt ein weiterer Schritt, eine weitere Verletzung des Rechts, die einfach dann logisch ist. Man hat die zwei Möglichkeiten. Entweder man macht einen Schnitt und sagt Reset. Das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich auch jetzt nicht hier stehen würden, sondern dass wir uns um ganz andere Probleme kümmern müssten. Ja. Man hat hier auf diese Art und Weise eine Möglichkeit geschaffen, auf der Zeitebene etwas Zeit, etwas Luft zu gewinnen, wie zum Beispiel die Griechen, die jetzt erstmal 12 Milliarden Euro überwiesen bekommen. Aber letztendlich hat man das Problem nicht gelöst, bloß die Nachschuldner diese Reihenfolge dort geändert. Also die Reise in den Sonnenuntergang für den Euro als solchen wird ein wenig länger. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Euro in den Sonnenuntergang geht, wenn man ihn sich im Vergleich zum japanischen Yen oder auch zum Schweizer Franken oder auch zum US-Dollar anschaut, dann wabert er irgendwo in einem Verhältnis zu den anderen. Man müsste sich generell anschauen, wie sich zum Beispiel der Euro oder der Schweizer Franken oder der US-Dollar zum Gold, zu einem anderen Anker verhält. Und da sieht man, dass die ganzen Papierwährungen weltweit immer schwächer werden. Wir machen außerdem in Euroland eine ganz andere Sache als die in Amerika gemacht wurde. Wir können uns hier nicht aus den Problemen rausdrucken, was in Japan und in Amerika gemacht werden kann. Wir haben damit de facto einen großen Nachteil im Vergleich zu den Amerikanern. Aber wir packen was an, was vielleicht schon viel zu spät ist, Schulden abzubauen oder zumindest die Verschuldung nicht weiter ausufern zu lassen. Genau das Gegenteil von dem, was die Amerikaner machen, das wird von den Märkten absolut nicht honoriert. Vielleicht ja später, wenn das große Problem in Amerika sichtbar wird. Aber momentan hat man sich auf die Eurozone eingeschossen und auf den Euro. Aber wenn ich mir den anschaue, um die 1,44 zum US-Dollar, so schlecht geht es ihm eigentlich gar nicht. Es geht ihm zum Schweizer Franken schlechter. Das kann man feststellen, aber das ist er gleichzeitig mit dem US-Dollar in einem Boot. Ja.